Ein neuer Versuch. Ich habe mir jetzt mal Leech-Torpedos mitgenommen und hoffe, dass die was bringen würden, wenn ich die nämlich in die Beyonden reinhaue, dass ich die Schiffe sehr, sehr schnell betäuben kann. Wir haben 1200 Schaden, Paralysierungsschaden, also EMP-Schaden. Und als erstes werden wir natürlich den Bomber dann schnappen. Ich hoffe einfach mal, dass meine Rechnung jetzt vielleicht ein bisschen aufgeht. Dazu darf das scheiß Ding natürlich mich nicht direkt von vorne erwischen. Denn sonst schießt er mir einfach die Torpedos aus dem Wasser. So, auf zu C. Ziel verloren. Das ist der falsche Wegpunkt. Da ist C. Okay, also ich darf mir nicht so viel Zeit lassen, einfach vor dem stehen zu bleiben. Aber ja, drei Stück könnten vielleicht für den Bomber reichen. Das war auch Irrsinn, oder? Ich meine, drei von denen. Hammer. Hammer, Hammer, Hammer. Sonar bereit. So, sollen sich die anderen mal um den da hinten kümmern? Wir sind jetzt hier schon mal zu den Schiffen. Ausgesetzt, ich sehe sie irgendwo. Dann sehe ich sie nicht irgendwo. Die liegen doch hier draußen. Da liegen sie. Bulli. Habe ich einen abgefeuert? Achtung, Systemzusammenbruch droht. Und das war schon wieder der Frachter, ne? Scheiße!
wahr sein. Das sind die stärksten Dinger, die es gibt. Die Leeches. Leech 2. 1200 EMP-Schaden. Wie um alles in der Welt soll ich das toppen? So nah bereit. How the fuck? Kann man da nur sagen. How the fuck? Ich verstehe auch nicht, warum er manchmal ein Torpedo abfeuert und manchmal irgendwie nicht. Navigationspunkt erreicht. Also Strategiewechsel. Ich versuche jetzt eher die Kleinen zu paralysieren. Schon um die. Also, dann gib mir mal die kleinen Schiffe. Aufschaltung geortet. Gott sei Dank, ey. Verfickte Scheiße. Puh. Mann. Schwester Vostok. Gut gemacht, Flint. Du kämpfst wie ein Samurai. Wurden die auch gut bezahlt? Na egal. Wie sieht's mit den Atemgasanlagen aus?
Die hält momentan noch stand. Was mir mehr Sorgen macht, ist unsere Wasseraufbereitung. Die Bionten scheinen jetzt Plan B zu verfolgen. Toll. Statt zu ersticken, verdursten wir jetzt alle. Oder was? Wo muss ich hin? Im Osten. Dort stehen die Anlagen. Ich schicke dir Verstärkung, sobald es geht. Halte sie eine Weile auf. Ich alleine gegen eine ganze Bande von denen? Nein, es folgt einer. Du folgst einer Staffel. Ich weiß nicht genau, wie lange es dauert, bis ich Truppen frei habe. Ich erwarte Einsatz bis zum letzten. Na super. Ein Himmelfahrtskommando. Glaube mir, Flint, ich brauche dich noch. Aber Wasser brauchen wir noch dringender. Du bist der Einzige, dem ich zutraue, die Stellung lange genug zu halten. Aye, Sir. So, jetzt laden wir erstmal nach. Ach, das ist ja doof. Das zählt gar nicht als eine Mission jetzt. Also das braucht es noch mehr. Habe ich alle Leech-Torpedo verbraucht? Scheiße. Naja. Erstmal speichern. Ist auch wieder eine Verteidigungsmission, ne? Also ist wahrscheinlich, wenn die jetzt hier beim Wasserwerk irgendwas zerschießen, dann war es das wieder. Wollen wir hoffen, dass es diesmal ein bisschen besser aufgebaut ist von der Struktur. Ein paar Bionten machen sich an den Pumpwerken des Wasserkraftwerks von Svester Vostok bei Nav A zu schaffen. Weiß der Teufel, wie diese Maschinen das auf einmal so eilig haben. Wieso? Eine ganze Hauptstadt lahmzulegen. Du musst sofort mit zwei weiteren Männern dorthin und die Bionten beschäftigen, bis unsere Verstärkung mobilisiert wurde. Es ist zu befürchten, dass noch weitere Bionten-Kampfverbände in der Nähe sind, also halte deine Panzerung sauber. Pumpwerke dürfen nicht zerstört werden. Scheiße. Alle Bionten müssen vernichtet werden. Fuck, fuck, fuck. Du fährst mit der Kappa-Staffel, das ist eine Ehre für dich. Toll. Als altes Maul. Bushido, folge uns. Ziel erfasst. Achtung, wir haben weitere Signale auf den Schirm. Passt auf. Aufschaltung geordnet. Gleich drei, na danke. Soll ich einfach die Leeches verschießen? Ich meine, das bisschen Geld da jetzt macht jetzt auch nicht den Unterschied, oder? Benutze sie jetzt einfach. Fuck it. Sonar bereit. Ziel erfasst. Wichtig ist in erster Linie, dass die tatsächlich auch treffen. Ziel erfasst. Torpedo bereit. Ziel erfasst. Torpedo bereit. Ziel erfasst.
zerstört. Oh, die halten aber ganz gut was aus, die Pumpstation. So, Freunde, jetzt könnt ihr euch mal nützlich machen ein bisschen hier. Ziel verloren. So, nächster Schwung. Aufschaltung geortet. Ziel erfasst. Torpedo bereit. Ziel erfasst. So, heldenhafter Einsatz, sagt der Funkspruch noch. Den Rest habe ich nicht gesehen. Flint, wenn du so weiterkämpfst, ernenne ich dich zum Shogunatsbürger ehrenhalber. Danke, aber das war ich schon mal. Im Ochotskischen Meer. Wir sind jetzt in der Offensive. Die letzten Bionten fliehen Richtung Süden. Verfolge sie. Anschließend dockst du an der Polar an. Die ist da in der Nähe. Aye, Sir. Habe ich Begleitung? Ihr seid zu fünft. Da sind noch ein paar sehr junge Piloten dabei, Flint. Bringen sie mir wieder. Ich tue mein Bestes, Sir. Sei vorsichtig. Würde mich nicht wundern, wenn die noch irgendeine Schweinerei planen. Gib mir halt mal lieber mein Geld. So, haben wir uns mal wieder die Hucke voll mit denen. Jetzt kommt mich ganz schön was zu kosten hier. Na dann mal wieder zurück zur Polar. Dann war es das schon wieder mit dem Schokonatsausflug. Die Bionten fliehen nach Süden. Ein paar von ihnen haben sich in einem kleinen Canyon am nördlichen Marianengraben verfangen und sind von ihrer Hauptgruppe abgeschnitten. Ihren anscheinenden Frust lassen sie an einer kleinen, schlecht gesicherten Abbaustation aus. Die Bionten sind zu vernichten. Leider haben die letzten Gefechte die guten Leute so ziemlich dezimiert. Daher musst du gemeinsam mit vier jungen Kampfpiloten diese Bionten im Canyon aufbringen. Schau zu, dass die vier Jungs nicht gleich bei ihrem ersten Gefecht auf Grund gehen. Auch wenn sie noch recht jung sind, sind sie recht draufgängerisch. So, Freunde. Auf zu NAV A, Opa. Ein paar Bionten platt machen. Sonar bereit. Ja. Mit der Einstellung wird es hier garantiert was mit euch, Leuten. Vor allem, weil ihr alle nur solche Kinderboote habt. Lass mich mal besser vorfahren. Vielleicht kann ich schon wenigstens ein bisschen was davon euch retten. Aufschaltung geortet. Was haben wir denn? Ziel erfasst. Das ist eine Falle. Versucht zur Polar durchzukommen. Ziel erfasst.
Da ist sogar ein Bomber dabei. Lass mich mal schauen. Also. Pings Adjutant, das ist eine Falle. Versucht zur Polar durchzukommen bei Nav B. Wo ist denn das? Unsere Bordgeschütze nehmen sich der Sache an. Das finde ich sehr gut. Hier ist auch schon die Polar. Muss auch gleich da treffen können. Ach. Shit. Ja, schön. Dann machen wir es doch so, dass wir die kleinen Biontenschiffe mit den Torpedos ausschalten. Ist zwar teuer, aber was soll's, dann überleben wenigstens die Jungs. Und was ist so ein Shogunatsleben nicht wert? Zack, zack. Nav-Punkt rein. Und... Sonar bereit. Das ist doch doof. Dummi, 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 dummi. Dummi, Fritz. Das ist aber auch echt. Also die Missionen sind jetzt echt nicht so ohne. Also Wegpunkt A. Sonar bereit. Alles nach vorne. Ich will nicht für die paar hier vorne schon Torpedos verschwenden. Andererseits ist es ja auch die Truppe, die uns dann verfolgt. Also sobald die anderen auftauchen, das ist eigentlich gar nicht so eine dumme Idee. Torpedo bereit. Ziel erfasst.
kümmern. Müssten wir eigentlich die gerettet haben und das heißt, wir können zurück und noch den Bomber ausschalten. Das ist echt mit den Torpedos, das ist manchmal wirklich merkwürdig, weil die reagieren oft nicht. Also man drückt zwar feuern, aber es feuert nicht. Schütze von dem Ding, wenn das in Bewegung ist, runterzuschießen, na, viel Glück. Das ging ja nochmal gut. Okay, Gott sei Dank. Zurück auf der Schlachtschiff der Atlantischen Polar. Föderation. Flint. Licht. Sehr gut, Flint. Gut aufgepasst. Was liegt an Ping? Du dockst sofort wieder ab. Wir treffen uns in Challenger. Alles weitere da. Es gibt neue Erkenntnisse über das Sovion. Ice Service dann. Was ist denn? Was war denn nochmal Sovion? Did I miss something? Was gibt's hier noch? Verkaufen die inzwischen schon alles? Ja. Das ist halt alles teuer. Obwohl das billiger ist als das beim letzten. Die haben noch 50.000 gekostet. Wurden jetzt hier die Preise gesenkt oder was? Da los. Gut zu wissen. Aber. Noch ein paar von denen nach. Wo bleibt denn eigentlich meine Bezahlung? Erstmal die anderen Orte anfahren. Lao C. Abbau von Erzen. 6.822 Meter. Zeig mir doch mal, was der für die Geschütze haben will. Bietet er überhaupt an? Nee, bietet er gar nicht an. Aber so komisch, wenn so ein kleiner Außenposten solche Waffen verkaufen Progress. Würde schon. Forschungsstation. 822. Lass mich raten, du hast die auch nicht. Doch, du hast die und verkaufst sie für 43. Also auf der Polar kriege ich sie deutlich am günstigsten. Und mal schauen, wie so ein Challenger aussieht. Challenger. Geothermisches Kraftwerk.
5402 bis 10.039 Meter. Hier spricht General Cox Flint. Triff dich am besten schon mit Admiral Ping. Ja, was machst du hier? Ich stelle eine Mannschaft zusammen. Ihr müsst runter in den Graben. Ganz runter? Über 11 Kilometer? Was ist da unten? Ping wird es dir erklären. Du triffst ihn in der Halle Shang Sheng Long. Aye, Sir. Was gibt's? Ich bin fremd hier. Was ist das für ein geothermisches Kraftwerk hier im Marianengraben? Darf ich dir nicht sagen, Weibin. Bin nur ein Arbeiter. Was heißt da nur? Ohne dich würde doch hier nichts laufen. In der Tat, ich tue meine Pflicht genauso wie der oberste Offizier des Staates. Wie du meinst, ich dachte nur, Fragen kostet nichts. Frag doch Lena im Casino. Im Casino? Lena fragen? Lena Wong. Ich liebe diese Zeit, alles ist so still, die meisten schlafen. Ja, und dieses romantische Wummern des Kraftwerks unter uns, in gespenstischer Tiefe. Du bist dieser neugierige Söldner. Ten hat mich eben angerufen. Er meinte, dich interessiert die Station hier. Er spricht dich rum, dass ich hier bin, was? Also, verrätst du mir was über das Kraftwerk? Die Führung will es nicht. Nur so viel. Die Erdkruste im Challenger-Tief ist nicht dick, sodass wir leicht an das Magma rankommen. Ah, und aus dem Magma gewinnt ihr Energie? Warum so geheim? Weil es eine Art Pilotprojekt ist und ein lohnendes strategisches Ziel, du verstehst? Aha, selbst das auch so friedfertige Schokonat traut dem Frieden nicht. Magma-Arbeiterin? Psst, hör mal. Ken da drüben. Er schnappt über, was? Wirklich? Was hat er denn? Er redet die ganze Zeit von Wesen aus der Tiefe. Schreckliche, armlose, böse Geschöpfe. Ein Übergeschnappter. Ist nicht der Erste. Mach es dir nicht so einfach. Vielleicht, aber die Dinge sind es manchmal. Ich habe genug von diesen Leuten gesehen. Einige sind durch die Schleuse gegangen. Was soll das bedeuten, durch die Schleuse gehen? Wir Söldner sagen das zu einem, der Selbstmord im Meer begeht. Oh, wie schrecklich. Sie gehen im Tiefenanzug raus durch die Schleuse ins Meer. Dann öffnen sie ein Ventil und im Nu wird ihr ganzer Körper in den linken Handschuh gedrückt. Oder in den Helm. Man kriegt sie da dann nur noch mit dem Strohhalm raus. Sie haben einen widerlichen Humor. Du solltest mich mal auf Kindergeburtstag hören. Psst, hörst du das? Kannst du diese Dinger hören? Von was redest du? Dem Kraftwerk? Nein, sie schreien wieder dort unten am Boden des Grabens. Wer schreit? Die Wesen, ihre Eltern haben ihnen die Arme und Beine abgeschnitten. Welche Wesen zum Teufel? Die da unten, sie wohnen im Inneren der Erde. Sie atmen flüssige Nacht und Druck. Ganz schön irre, was? Sie werden kommen. Sie schreien manchmal zu uns hoch. Wir werden kommen. Und dann töten sie jeden von uns. Von wem redest du? Ich rede von den Flüsterern. Sie flüstern einander zu in ihren armlosen Gräbern. Und dann schreien sie zu uns hoch, wir kommen. Naja, meint wahrscheinlich die Beyonden. Was sagt hier das Angebot? Das ist eine teure Station, so viel steht mal fest. Machen die eigentlich? Ich hab den hier drin, 400 Millijoule. Zweimal und zweimal 700, das ist schon eine ganz schöne Erhöhung. Wenn ich da den Dreier reinnehme, dann wird man den Unterschied hoffentlich schon merken. Thermoingenieur? Ja. Was machst du auf dieser Station? Ich bin Thermoingenieur, wieso? Was hat denn ein Thermoingenieur zu tun? In erster Linie den Mund zu halten. Ja, Soldat. Ich danke dir für dein Erscheinen. Keine Ursache, Admiral. Ich wollte schon immer mal ins Challenger-Tief abtauchen. Du hast dazu Gelegenheit. Zusammen mit unseren besten Männern. Wir haben Bewegungen am Grund des Grabens geortet. Ah, Beyonden. Sie nutzen die dünne Lithosphäre hier, um eine Seismobombe zu platzieren? Es steht zu befürchten. Sie sind noch unten. Einige größere Schiffe und viele Scout-Units. Aber du musst die Bombe finden. Okay, ich gehe da runter. Hoffentlich hält mein Boot die Druckverhältnisse aus. Es herrschen 1200 Bar am Boden des Grabens. Bei einem Kampf
musst du auf das geothermische Kraftwerk achten. Verstehe, ich darf es nicht treffen. Ja, das Kraftwerk ist durch eine spezielle Titanlegierung zwar angeblich unzerstörbar, aber ich glaube nicht, dass wir das jetzt testen müssen. Verstehe. Ich mache mich dann auf den Weg in das Büssal. Hatte ich das gespeichert? Gut, dann würde ich mal sagen, gute Gelegenheit für eine Pause. In der nächsten Folge geht es dann ganz tief nach unten. Also nicht nur vom Niveau, diesmal auch von der Meerestiefe. Bis denn, tschüss.